So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Autobahn-Polizeisimulator. Heute mal wieder im Zivilfahrzeug unterwegs. Zentrale am Cabella, Sumpf 01. Und wir sollen Alkohol- und Drogenkontrollen machen. Und da werden wir gleich mit dem hier anfangen. Gucken wir erstmal, ob wir da vielleicht einen Grund finden, den rauszuziehen. Oh, er telefoniert am Steuer, das ist schon mal sehr gut. So, das war ganz kurz mal eben. Uah, jetzt komme ich in der Steuerung wieder nicht hin. Ich bin halt nicht multitaskingfähig. Jetzt haut ihr uns ab, ich werde aber irre. So eine Verfolgungsjagd da hinten, oder? So. An sich brauchen wir ihn gar nicht zu kontrollieren, an sich könnten wir ihn direkt verhaften. Aber wir kontrollieren ihn trotzdem. Norbert Mohr, 2, an Zentrale. Melden Sie sich. Immer, was fällt Ihnen ein, Sie Vollidiot? Achso, ist direkt verhaftet. Übersetzen lassen. Sich der Logik nach rechts rum, ne? Ich denke, wir werden uns trotzdem versetzen lassen. Ich glaube nicht, dass er bis dahin durchfährt. Das macht er immer schon fast. Entschuldigung. So, Funkstartung, jetzt wissen wir jetzt ein. Zentrale an Norbert Mohr. Ja, dieses Kampf-Vibe doch, Mann, ne? So, und dann wieder ab auf die Bahn. Zentrale am Cabella Sumpf 01. Melden Sie sich.
Zentrale an Ottermoor 01. Eile. Ja, mich interessiert jetzt kein Unfall mit Sachschaden auf der A32 Unfall. In Richtung A28. Gewährleisten Sie schnell den normalen Verkehrsablauf. Ich lasse mir wieder alle Punkte abziehen, nur weil ich meine Schichtaufgaben nicht schaffe, weil die mir da andere Sachen zwischenschieben. Also das ist ein bisschen lächerlich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte andere Sachen zwischendurch gemacht, ziehen Sie mir meine sämtlichen verdienten Punkte wieder ab und dafür kann ich das auch dann lassen. Ich will da jetzt gar nicht flamen, aber das finde ich ein bisschen lächerlich offen gestanden. Zentrale am Cabella Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache See. Soll das ein Fluchtversuch werden? Och, nicht schon wieder eine Verfolger. Kommt man doch auch wieder zu nix. Muss ich den wieder gleich zum Gefängnis bringen? Komme ich mit meiner Zeit auch wieder nicht klar. Ja, dranbleiben. Was soll ich denn? Zentrale am Norbert Moor 01. Melden Sie sich. Ja, so ein Pickup fände ich auch. Pickup, so ein Van fände ich auch 200 Stundenkilometer. Auch völlig. Halbe Schicht gleich schon wieder vorbei. Aber ich habe noch nicht eine meiner Aufgaben machen können, weil sie mir ständig irgendwas anderes dazwischen schieben. Also hätte ich nichts gegen, wenn sie mir nicht sämtliche Punkte am Schichtende dann dafür abziehen würden. Das finde ich arg übertrieben, muss ich sagen. Wenn das so weitergeht, kriege ich gleich wieder einen Abbruch, weil ich dann zu viel Chaos angerichtet hätte. Ne, also ich glaube, ich kann schon mal sagen, dass das hier vorerst der letzte Teil oder der letzte Part vom Autobahnpolizeisimulator sein wird. Ich werde das ab und zu noch ein bisschen weiter zocken für mich selbst und wenn sich dann da irgendwann mal wieder was tut oder was Interessantes tut, dann werde ich da auch wieder ein Video von machen. Aber grundsätzlich denke ich, ist niemand besonders böse drum, wenn wir diese Reihe dann erstmal einstellen. Weil so. Das ist auch so realistisch für einen Autobahnpolizei, dass er keine Verstärkung irgendwo ruft, sondern dass er ständig dagegen hechtet, sich dann davor setzt, um den abzubremsen. Das ist also mehr amerikanische Autobahnpolizei sicherlich, aber nicht die alltägliche Simulation einer deutschen Autobahnpolizei. Also es kommt hier keine Verstärkung und nichts. Das Ding hier fährt irgendwie 250, dieser Lieferwagen, keine Ahnung. Beschleunigung hat er wesentlich bessere als meine. Da musst du immer aufpassen, was du machst, weil sonst heißt es wieder, ist beendet, weil du zu viel Chaos angerichtet hast. Und wir sind schon wieder bei 25% gleich.
30%. Der ist schon in Pöseldorf und ich komme gerade erst wieder in Gang. Das ist die Lenkung für einen Punkt, Punkt, Punkt. Der Ansatz für ein Spiel ist nicht schlecht, das möchte ich gar nicht mal abstreiten. Fällt mir auch, das Prinzip hat mich ein bisschen interessiert. Und dann habe ich mich halt von der Produktbeschreibung ein bisschen verführen lassen, in Anführungsstrichen. Hätte man vielleicht vorher wissen können sollen. Ist aber schon eh weg, weil die Map zu Ende ist. Dankeschön. Ganze Zeit für den Arsch. Auf der Tankstelle fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Kannst mich mal am Popo lecken mit deiner blöden Unfallmeldung. Ich mache jetzt hier noch ein, zwei Kontrollen, dann ist das Spiel für mich erstmal erledigt. Dass sie das nicht irgendwie auf Hotkeys liegen können, ärgert mich ganz genauso. Weil du ständig gucken musst, dass du beim Fahren irgendwo links rüber guckst. Dann überall gegenbratzt. Norbert Moor 2, an Zentral, komme zur Wache. Jetzt wieder keine Geschwindigkeit messen. Dass er jetzt nicht mehr zu schnell wird, war klar. Eben ist er definitiv zu schnell. Fährt auch zu schnell. Wie eingehalten, jetzt 100. 10 den jetzt trotzdem mal raus, allein um. Och nee, bitte. Einmal ist das ja ganz witzig, aber dreimal hintereinander. Tabella Sumpf 2, Ansatzrad, Einsatz beendet. So, Entschuldigung, der musste jetzt sein. Ja, ich würde gerne mal eine Alkohol- oder eine Fahrzeugkontrolle machen. Wenn ich nicht ständig den Leuten hinterherjagen müsste. Nee. Das Video ist jetzt zwar ein bisschen kürzer geworden, aber ich breche das hier ab. Also wie gesagt, ich will das Spiel jetzt nicht zu schlecht machen, das bringt teilweise schon Spaß. Aber es gibt doch noch zu viele Punkte, die einen ein bisschen in den Frust treiben. Von der Steuerung, die nicht so doll ist, angefangen bis hin über die Einsatzauswahl und überhaupt das ganze Prinzip, was nicht so überragend ist. Also ich kann meine Aufgaben in der Schicht nicht erfüllen, weil ich ständig andere Sachen machen muss oder weil die mir wegflüchten. Dann beende ich die Schicht, weil ich dann muss und dann ziehen sie mir sämtliche meiner Punkte wieder ab, weil ich zu spät gekommen bin. Das ist, Entschuldigung, ein lächerliches Prinzip. Wenn sie mir sagen würden, einen Teil der Punkte ziehen sie ab, okay. Wobei das auch schon so eine Sache ist, weil ich habe noch nicht gehört, dass man irgendwie Strafe dafür kriegt, dass man zu spät aufgehört hat. Ja, also dass man zu spät Feierabend gemacht hat, wenn sich halt irgendwo noch was ergibt. Ich meine, es ist ja ein realistischer Autobahn oder der realistische Alltag.
Ich habe jetzt bei der realen Autobahnpolizei noch nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Unfall stehen mittendrin und sagen, so, jetzt müssen wir aber aufhören, weil wir müssen Feierabend machen, weil sonst kriegen wir eine Strafe, wenn wir zu spät Feierabend machen. Weiß ich nicht. Dann mit diesen Verfolgungen, was nicht besonders gut gemacht ist. Ja, wenn ich einen realistischen Alltag habe, dann habe ich für eine Verfolgung, dann rufe ich Verstärkung und mache das nicht alleine. Kommst du, wie gesagt, zu keinem deiner Schichtaufgaben, weil dann dreimal hintereinander einer wegfährt. Wenn das mal einer macht, ist das in Ordnung. Unfälle und Kontrollen gleichen sich eigentlich immer gleich. Beim letzten Mal war jetzt tatsächlich mal ein Rettungswagen zu sehen, kriegen es aber nicht auf die Reihe, dass da auch mal, und sei es ein feststehender Notarzt oder ein feststehender Sanitäter unterwegs ist. Du klickst und es ist irgendwie absolut auf einmal zu Ende, anstatt vielleicht mal so nach der Möglichkeit einen Abschleppwagen zu rufen oder irgendwas. Die Kontrollen, die gleichen sich immer aufs Gleiche. Die Texte gleichen sich immer aufs Gleiche. Na, also, sorry, aber da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Auch die Fahrweise. Also, wenn du am Unfall bist und die fahren so knapp an dir vorbei und durch die tolle Steuerung schaffst du das gar nicht mal so richtig gerade zu gehen. Sobald du überfahren wirst, ist die Schicht auch wieder vorbei. Fängst wieder von vorne an. Nee, Leute, das sind alles Punkte, die sind nicht so überragend. Ich hoffe, dass. Ihr probiert es selber aus, ja. Das ist mein persönlicher Eindruck. Es ist nicht. Andere mögen damit vielleicht besser zurechtkommen. Das soll jetzt auch das Spiel nicht schlecht machen. Probiert es gerne aus. Ich hoffe, dass ihr an den Spielen trotzdem noch ein bisschen Spaß hattet. Wie gesagt, ich werde davon vorerst dann keine Videos mehr machen. Zwischendrin werde ich es mal wieder versuchen, wie ich schon mal sagte, wenn sich irgendwas Spannendes da tut, mache ich vielleicht das Videoprogramm einmal an. Oder wenn sich da mal irgendwas patchmäßig tun sollte, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder. Aber geplant erstmal nicht. Ich sage euch trotzdem schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Spiel trotzdem oder die Videos trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit irgendwas anderem. Auswahl ist ja genug da. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Reinhauen. Tschüss.